Diese roten Augen gefallen mir nicht. Version 1? Das sind Edelsteine. Version 2? Das ist irgendeine tödliche Falle, die ausgelöst wird. Ja, es verschießt Laseraugen. Oder Version Nummer 3? In irgendeinem späteren Level. Noch ist es eine Statue, aber in irgendeinem späteren Level. Ich wette, das wird kommen. Pass auf, was du sagst, Chicken. Da wird das Ding zum Leben erwachen. Bestimmt, mit Sicherheit. Und hier ist der. Ja, Angestellte-Only-Raum. Eine Vase. Ich warte ja nur auf die Überwachungskameras. Aber hey, ich habe ja eh keine Feuerpfeile dabei. Pagan Hunting Arrows. Den Breitkopfpfeil verstehe ich, aber wieso jagt man die Heiden mit einem Efeu-Pfeil? Damit sie noch mehr Blätter bewachsen sind. Ein Teich. Ein kleiner Teich. Oh, das sieht doch hier schön aus. Was ist denn das für ein Raum? Die 6. Ja, Pagan History. Gibt's hier doch noch eine Statue des Trickster? Mit Sicherheit, Chicken, mit Sicherheit. Wieso haben die hier zwei Balkondinger gemacht? Sehr auf Garrett. Ist auf jeden Fall zu klein, als die da eine Türe hätten, einen Durchgang hinmachen können. Tun. Bücher. Chickens Lieblingsraum. Hier läuft wieder irgend. Läuft da unten rum? Da unten läuft jemand rum. Aber das ist mehr als ein Sch Typ, den ich da höre. Ja, ich kann das auch nicht länger ertragen. Was soll ich denn sagen, ja? Ey, wer da oben ist jetzt ein Loot-Gegenstand? Das wäre mal wieder zu offensichtlich. Jetzt nicht mehr hier rein, oder? Oh, hier werden Fenster offen. In dem Raum? Ach, da oben. Da oben. Auf dem Dach läuft er umher. Okay. Läuft er gerade rum da hinten? Bist du alleine?
Musst du hier lang? Wie ist deine Route? Erzähl mal. Ja, da kommt hier lang. Drehst du dich um? Nö. Der macht es mir ein bisschen zu leicht. Mach dich mir ein bisschen zu leicht, Junge. So viel zum Loot-Gegenstand. Aber hey. Hier liegen immer ein paar Zettel. Ein paar, das ist eins. Eine Flashbomb. Falsche Tasse, Chicken. Thanks God, I catch spitting down on pedestrians will be regulated to basement duty for a month. Bornelio is already complaining down there, and I won't think twice about sending him some company if I catch any of you goofing off. Furthermore, I need to inquire about the broken window in the atrium. Aren't you all supposed to be guarding up there? It needs to be fixed before the next rain, or you all will find yourselves skipping basement duty and going straight to the streets, unemployed. Kurator Limes. Das ist aber nicht nett, dass die da einfach von hier oben runterspucken. Okay, Chamberpot Brown. Jetzt ein Faltenangriff. Checker, einfach das Spiel. Definitiv. Wieso sollte man auf den metallenen Oberflächen laufen? Ist es? Ein Holzhammer, ein Besen? Schick mit uns die Zoom-Taste. Ja, ich wollte gerade fragen, wie soll man von da unten hier oben hinkommen, aber Holzdecke. Genius. Das ist dann mein Fluchtweg. Ich sehe schon. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Im Fenster ist nichts. Nichts. Aber das war lieb, dass da ein kaputtes Fenster war. So musste ich es nicht kaputt machen und eventuell Leute anlocken. Auch kann ich nicht, aber... Ja, da oben wird sicherlich tausende Geheimnisse sein. Mit Sicherheit. Auf den Holzbalken liegt nichts, ne? Nope. Nope, Chicken, nope. Preisfrage. Komme ich jetzt darunter, ohne Schaden zu nehmen? Saya! Ach, wie ich es liebe. Nee. Hab ich irgendwelche Heilzeug dabei? Ja, ein Heilöl. Ja, sei es genau wie Geralt. Sie hat auch die ganzen Öle und Früchte weggeschmissen, die wir im vorherigen Level gefunden haben. Das fand ich schon immer suspekt.
den ganzen Thief-Teilen und unrealistisch. Ich meine, in Thief 2 Metal Age gab es ein Level, wo ich am Ende 42 Wasserpfeile hatte und im nächsten Level, keine Ahnung, 10 oder so. Ich meine, was hat Garrett mit diesen ganzen Wasserpfeilen gemacht? Weggeschmissen? Ja, weggeschmissen. S. Stairs. Was? S steht für Stufe? Employers only. Wie ist es da ausgegraut? Und wieso ist da ein X? Schlüssel erforderlich. Schreibe ich am besten mal hin. Ich müsste weiter noch da. Ach, Ü geht ja nicht. Schlüssel. Ah. Ich bin weiter noch da. Erforderlich. Ja, Chicken, du kannst schreiben. Schluesel. Ein Esel. Ein Esel erforderlich. Ja, wir brauchen einen Esel, um diese Tür zu öffnen. Hast du einen Esel, Chicken? Nein. Nee, nee. Habe ich nicht. Eine Schreibfeder habe ich aber. Aber Esel haben nicht die Angewohnheit, Federn zu verlieren. Gar nicht Schreibfedern. Bin ich auf Regalen. Hätte ich doch sowieso wieder vergessen, wenn wir dann rumhausen. Warte, in Thief 2 in Metal Age war es so, als ich in diesem einen Level war mit... In dieser Polizeistation sind die ja auch darauf aufmerksam geworden, als ich die Dinger da wieder geschlitzt habe mit meinem Schwert. Obwohl hier oben ist niemand. Soweit. Es kann zwar sein, dass hier im Raum jemand ist, aber... Ne? Beide von diesen Treppen. Laut Karte. Laut Karte, ja. Ja, Fliesen. Ich komme später nochmal am besten drauf zurück. Um den Banner da kaputt zu schneiden. Nicht, dass die Leute hier wieder ausrasten. Die ja patrouillieren. Ach. Ach. Sind hier Leute in der Nähe? Ja, da unten. Steve hat bereits einen Raum für die neuen Arrivals. Ja, Sir. I'll need you to bring in the statues from the storeroom. I'll show you where Mr. Limes wants them. Which ones would you like? Mr. Limes was quite specific. Bring crates 2, 7, 8, and 11. Mr. Limes will help you place them tomorrow when he arrives. Number 8? Yes, it's a newly restored statue. I think it would look nice in purple. Purple? Sorry, we can't change the color. Just go get the items. Yes, sir. Ja, malen wir die Statue einfach an. Lacerta Giga?
Also von der Form her ist das ein Burrick.